luftige Höhle. Uiuiui, wollt ihr mal meine luftige Höhle sehen? Ah. Kennt ihr das, wenn ihr euren Seitennagel extrem eingerissen habt, das einfach wehtut wie Bulle? Natürlich kennt ihr das. Das Problem hat jeder. Was ist das überhaupt für eine Frage? Das Balrog guckt sehr zufrieden. So, müsst ihr gucken. Wenn ihr so guckt, dann habt ihr ein gutes Leben. Das habt ihr meistens nach Mexikaner. Er fliegt immer höher. Die Schmiede mag jetzt sich betteln. Ist irgendwie so witzig. Laufen wir erstmal hier lang. Kann man die normal betteln? Nein! Was kann man nicht normal betteln? Ich hab richtig Bock drauf hier. Ne? Das heißt, die werden angelockt von mir. Ruhig bleiben. Sind jetzt noch bei 4 Leben. Wird geladen, weiß ich, danke. Weiß gar nicht, was passiert, wenn man 0 Leben hat. So. Boah, wie die abgeht. Lass ich mal beruhigen. Habt ihr den Highspeed gesehen? Wie Spark sich freut, ne? Als würde jetzt sonst was passieren. Das war meiner. Was macht denn die? Auch hier. Ich höre noch eine Spinne links. Läuft die jetzt weiter weg oder bleibt die jetzt hier so? Arschloch. Ich habe den blauen Diamanten gesehen, aber erstmal gucken. Hier unten sind 2 Feen. Ajax Amsterdam. Die nerven mich echt. Wenn ich groß und stark bin wie du, mache ich sie alle platt. Merk dir bis dahin, dass die Superladung dich unbesiegbar macht. Muss man meine Superladung sehen? Das dumme Gefühl, wir müssen hier echt alles auf einmal abgrasen. Weil sonst passiert uns was Dummes, ich will nicht mal durch die Spinnen laufen. Wir müssen sowieso noch mal kurz rein. Aber nicht jetzt. Doch. Oder nee. Merkt ihr eins, die Überladung macht dich unbesiegbar. Können wir mit der Überladung die Spinnen kaputt machen? Wenn ja, gibt es hier oben irgendwas? Nee! Ich gehe ja schon! Aber in die andere Richtung, wo ich die wieder platt machen kann. Ich glaube, wir müssen die auch kaputt machen, um alle Diamanten zu bekommen. Sieh da, 10 Diamanten. Hashtag wirft. Verdammt. Darunter müssen wir noch einmal. Hier haben wir noch einer. Einmal durch, dann geht das schon. Bisschen Schäflein, ja. Hallo. Sparks, was für dich? Danach gehen wir erstmal die andere Richtung kaputt machen. Wollen wir hier weiter gucken, ob alles. Gucken erstmal hier. Ob es noch irgendwas gibt.
Zack. Wobei, wenn wir jetzt einmal durch sind, schwierig. Passt, nehmen wir. Geil. Was gibt's denn hier? Ein Raum mit nichts. Glaube ich das? Nein. Wie kommen wir da rein? Supercharge müssen wir auf jeden Fall darüber. Gibt es bestimmt irgendein Supercharge-Dings. Allerdings möchte ich erstmal die Spinne kaputt machen. Das ist erstmal mein größtes Ziel. Ich weiß, viele von euch keine Spinnen mögen. Und darum kümmere ich mich sehr gerne. So. Ganz locker, flockig. Jetzt dran vorbei. Ach komm schon. Ich bin jetzt echt zurück nochmal an der Spinne vorbei. Oh nee. Die Spinne ging ja. Nur die halt verfehlt haben, ist halt ein bisschen ärgerlich. Na gut, nochmal, weil es so toll war. Können wir den Supercharger nicht einfach so anwenden? Das wäre viel cooler. Stell dir das einmal mal vor, irgendein scheiß Gegner ist in der Nähe. Wir haben ja hier Gott sei Dank genug Schieflein. Gar kein Stress. Damit haben wir erstmal alle Spinnen. Für Sparks. Warum hatten Sparks die Bälle nicht gefressen? Findest du das okay? Findest du das okay? Ihr mit eurem Krieg und ich höre ein Schaf. Und ein Drache. Findest du das okay? Nee. Ich nehme mich auch nicht. Cyrus. Bitte unternimm etwas gegen die grünen Druiden. Die müssen immer alles verschieben. Sag mal lieber deiner Tochter, meine Bescheid, ich soll sie angezogen bleiben. Bitch. Guck mal, wir müssen sowieso mal darüber fliegen. Zack. Zack. Das ist auch abgeschlossen, sehr schön. Wie viele Juwelen wird es hier wohl geben? 500? 600? Ich denke 500. Kann ich mir durchaus vorstellen. Was ist denn jetzt passiert? Oh, Mensch. Wird geladen, ja, hier mich auch. Ist hier mit dem Supercharge hier? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie die so niedrig sind. Und da wunderbar drauf kommt. Klappt doch. Muss immer erstmal sterben, bevor man hier irgendwie weiterkommt, ne? Typisch. Ich meine, das Level-Design und alles auch schön, aber was sind das hier für Nischen? Sind wir hier, wo wir vor uns waren, ne? Das sind die Fehlen, wenn man abstürzt, dass man nicht fällt, ne? Ich erinnere mich. So, klar. Cedric! Kombiniere deine Superladung mit dem Springen und Gleiten, um die luftigen Höhlen zu erkunden. Alle Drachen gefunden, aber noch nicht alle Diamanten. Und ich mag beides rum. Geht's denn hier weiter? Wenn man hier reinspringt, kommt man hier raus. Muss jetzt erstmal gucken, wie es läuft. Kann man hier einfach drüber rennen? Nee. Kommt man da rein?
Müssen wir da die rechte Höhle nehmen, alles klar. Verstanden. Echt? Nö. Ja, da wären wir, glaube ich, auch reingesprungen. Na, bla bla bla. Einfach mal vorsichtig vorangehen. Ah, sieht doch schon mal gut aus. Es ist noch mehr zurückgegangen werden. Kommt man da hin? Fehlen Hälfte mir? Hm. Seid die Besten. Oh, perfekt. Perfekt. Herrlich. Das sind einfach Feen. Könnte ich das ganze Spiel über gebrauchen. Wir müssen hier wieder zwei Eier fangen. Einer ist hier. Schafe! I need you. Waren hier keine? Was ist doch jetzt los? Wir sind ja keine Schafe. Mann. Das ist arschlos. Geht nicht auf wen. Bring mich mal bitte zurück zu den Schäflein. Seid ihr hier? Jawohl. Danke. Ich hätte auch gern so eine Wolke privat allerdings. So. Was ist denn das? Ein Has? Ein Bockschaf? Irgendwas ganz komisches. Wie kommen wir da rüber? Das kaputt machen? Okay, nö. Hätte er sein können. Ist kein neues Schaf da, ne? Doch, da hinten. Herrlich. Sparks, du bist wieder voll und ganz bei mir. Du spielst nackt wie ich am Klavier. So. Da war doch ein Schaf. Ja, bringt mich zurück, ist richtig. Habe ich nicht verdient. Schön gewesen. Oh nee! Ist doch ein Bock. Geht doch. Ich weiß nicht, wie ich das Ding bekommen soll, ne? Ich wollte sowieso erstmal die Juwelen haben, ich brauche dich gar nicht. 500 wären echt viel. Was ist denn hier los? Ganz easy. Wo ist das Problem? Richtig, es gibt keins. So, dann machen wir mal den hier. Ah, das sind voll die süßen Püppchen. Das Bayro komplett gekillt. Bin ich jetzt tot? Hui. Das ist echt geil. Muss ich nicht alles 10.000 Mal probieren mit Sterben. Perfekt. Ein Ei müssen wir noch bekommen. Gibt es da mehr Juwelen als... Gehen wir das so hin? Ich glaube, ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Hm? Mal gucken, ob wir alle Juwelen bekommen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Lag da
Hier noch einer. Nö, 444, das reicht nicht. Jetzt sind noch so viele Juwelen. Seht ihr, da haben wir nämlich was ordentliches vergessen. Winkelung. Kann ich nicht rechts außen lang laufen. So, und wo sind jetzt die restlichen Diamanten? Ich weiß, wo welche waren, am Anfang. Allerdings kann ich mir nicht erklären, wie ich da hinkommen soll. Wir probieren das jetzt mit dem Supercharge bis zum Schluss. Das könnte allerdings sehr, sehr, sehr eng werden. Wisst ihr, was ich vorhabe? Ich zeige euch das mal fix. Hier hoch. Komm, Rush. Nein, hier, das wird schon mega eng. Und dann hier los, Jump, um da drüben anzukommen. Da gibt es auch eine Höhle. Gucken wir mal, ob wir die irgendwie anders erreichen können. So. Warum sollte man mit dem Super Jump in die andere Höhle kommen? Kann ich mir gerade nicht erklären. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie eine Abkürzung in der Höhle an sich. Wir hier links lang müssen. Das kann manchmal so einfach sein. Könnte es so einfach. Ach komm. Supercharge. Ich hasse Spinnen. 2 Euro macht was dagegen. Ja, du bist eine Arschlochspinne, ich hab's verstanden. Wir müssen uns oben halt nur ein bisschen fangen. Das sind bei 4 Leben. Das tut dem Herzen weh. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier die Treppen hochgekommen bin, ganz ehrlich. Kein Schimmer. Ist halt das Rätsels Lösung, ne? Abfahrt. Man kann ja auch nicht einfach ohne Geschwindigkeit testen, wo man landen würde. In Geschwindigkeit verändert ja die Flugbahn. Das war durchaus optimal. Genauso habe ich mir das durchkalkuliert. So und nicht anders. Wer was anderes behauptet, das ist das Schönste vom heutigen Tag ist, ich darf noch das Fluglevel machen. Hallo. Es ist schon mal rechts hinten in der Ecke meistens. Beziehungsweise links. So. Wie kommen hier die Treppen am dümmsten hoch? Sind ja letztens ein bisschen stark links gewesen. Was so hier? Ich muss hier drauf und dann nochmal springen. Okay. Ich meine, es ist die ganze Zeit normal in der Theorie, aber man muss es halt auch schaffen, ne? Man muss die Theorie halt auch absolvieren. Zu früh. Was eigentlich direkt von dem kleinen Stein hier. Probier mal's. Muss ich eigentlich mal ganz hoch laufen? Jetzt ist schon hier. War gar nicht so schlecht. Aber halt auch nicht gut. Reicht das schon, wenn ich hier so? Schön. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Genau wie durchkalkuliert. Hallo. Das ist eine Arschlochspinne. So.
So, weiter geht's, Sparks. Du freust dich, ne? Sparks freut sich immer. Guckt euch an. Wieder zu früh. Bin doch schon. Spring mal auf dem großen Stein hier ab. Wo ich mir sogar vorstellen kann, dass es sogar zu zeitig ist. Ich hab den großen Stein nicht gesehen. Ich war doch gerade Lichtstrahl. Möchte der Lichtstrahl mir irgendetwas mitteilen? Wenn ja, tu dies bitte sofort. Ich möchte nicht fliehen. Zu spät abgesprungen. Bereit, Sparrow? Bin, wenn du es bist. Lass mich spinne! Das ist Arschloch. Arschlochspinne 2. Du machst das Loch enger. Ganz easy, locker flockig machen wir das jetzt hier. Ich hätte gern öfter so einen Kuss. Anaschopin. Das ist Angst vor Spinnen. Ich habe hier 100% abgeschlossen. Ich habe nichts anderes erwartet. Weiß gar nicht, ob es hier sowieso so hoch gegangen wäre. Muss halt auch einfach manchmal blauäugig irgendwas probieren. Und das haben wir getan. Und waren erfolgreich. So. Ich glaube, jetzt kommt das Fluglevel sogar dran, ne? Ah, I'm loving loud. Ab nach Hause. Beyblade. 4000 Diamanten. Läuft. Jetzt kommt Spyro fliegen. Ich hasse Spyro fliegen. Herrlich. So, dann geht's hier doch direkt mal ab. Danke. Ich hab's nicht tot gerannt. Gut zu wissen. Wir haben wenigstens wieder 5 Leben. Dodged. Dodged.